auf. Gürtel zu. Mayonnaise ist bereit. Kann ich das schaffen? Jo, ich schaffe das. Auf Leo und Wendy wartet heute eine leckere Überraschung, Kuschel. Ich mache ihnen mein Lieblingsessen. Thunfischbrote à la Bob. Guten Morgen, Team. Guten Morgen, Bob. Auf geht's. Also, Team, Fritti, der Koch, darf sich freuen, denn wir werden heute sein neues drehbares Restaurant fertigstellen. Den fliegenden Kochtopf. Juhu! Super toll! Das sieht aus wie ein Raumschiff. Das ist auch die Idee, Buggy. Also, ich baue die Küche zusammen, während Leo, Buddel, Buggy und Heppo den Eingang verschönern werden. Mit einer Raumschifframpe und Mondsteinen wird es aussehen wie auf einem anderen Planeten. Ja! Ja! Und ich werde den Restaurantfußboden so verkabeln, dass er sich dreht wie ein Karussell. So können die Gäste verschiedene Aussichten genießen, während sie essen. Klingt das nicht toll? Ja! Und für euch beide habe ich eine ganz besondere Überraschung. Ich habe euch fürs Mittagessen meine Spezialität mitgebracht. Leckere Thunfischbrote. Ja. Ich wusste, dass euch das freuen würde. Hallo, Fritti. Oh, da ist ja mein Lieblingsbaumeister-Team. Können wir dir helfen? Ja, das sind die Zutaten für das Essen, das ich heute Abend zur Eröffnung kochen werde. Cremige Auberginennudeln und heiß gegrillte Frikadelle mit einem Hauch Rosmarin. Das klingt ja sehr lecker. Aber nicht so lecker wie meine selbstgemachten Thunfischbrote, hä? Okay, Team. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Kommt und lernt uns alle kennen. Als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun. Doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlagt ein. Jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Gut gemacht, Freunde. Sieht echt aus, als könnte gleich ein Alien aus dem Restaurant kommen. Was ist ein Alien? Das weiß doch jeder, was ein Alien ist. Es ist ein, Leo, was ist ein Alien? Aliens sind kleine grüne Männchen, Besucher von einem weit entfernten Planeten. Wie Urlauber. In den Ferien. Wie sehen sie aus? Also, ich glaube, sie haben eine grüne Haut und drei Augen und vier Beine. Oh. Und zum Frühstück mögen sie am liebsten... Zeit fürs Essen. Ich bin bald zurück. Macht keine Dummheiten, ihr drei. Das kleine grüne Männchen hier sieht doch sehr freundlich aus. Ich würde gerne mal eins kennenlernen. Seht mal, grüne Abdrücke von 1, 2, 3, 4 Füßen. Sie müssen zu einem kleinen grünen Männchen gehören. Vielleicht macht es Urlaub hier in Hochhausen. Oh. Juhu! Ja. Kommt alle mit, folgt mir. Das kleine grüne Männchen ist in diese Richtung gelaufen. Hup, hup, dim. So, die letzte Bodenplatte ist auch fest. Lasst uns eine Testrunde drehen. Bravo, das macht Spaß. Mit dieser Fernbedienung kann man einstellen, wie schnell sich der Boden drehen soll. Man kann sogar die Richtung ändern. Oh, das ist echt toll, Wendy. Weißt du was? Du hast dir dein Thunfischbrot wirklich verdient. Ich hoffe, ihr habt Hunger. Macht euch bereit für die leckersten... Krümel? Irgendjemand hat meine Thunfischbrote gegessen. Ist halb so wild. Gehen wir in die Küche und backen schnell ein paar Pfannkuchen. Oh, ich glaube, so was Tolles kriege ich gar nicht hin. Vertrau mir, mein Baumeisterfreund. Jeder kann kochen, du auch. Fritti, der Koch, wird dir zeigen, wie es geht.
Weißt du, kochen ist wie malen. Dieser Löffel ist mein Pinsel. Genauso wie das ihr dein Pinsel ist. Das ist ein Hammer. Lass uns anfangen. Ups. Oh, keine Sorge, Bob. Wenn du Pfannkuchen machst, musst du eben Eier aufschlagen. So. Gut, Bob. Und eins, zwei, wenden. Wo ist der Pfannkuchen? Geblieben. Stopp! Autsch! Autsch! Hast du denn keine Augen im Kopf? Hätte mir wehtun können. Ich bin voll auf dich draufgefahren, weil du so plötzlich angehalten hast. Versuch jetzt nicht, mir die Schuld zu geben. Das ist nicht fair. Bereit für die Fahrt nach oben. 3, 2, 1. Das Alien ist im Fahrstuhl. Oh nein! Das Mittagessen ist fertig. Bitte lasst es euch schmecken. Sieht interessant aus. Auf meinem Helm hat's mir besser gefallen. Es ist wohl nicht jeder ein Meister in der Küche. Drehen wir uns schneller? Das sollte eigentlich nicht passieren. Kuschel! Runter von der Fernbedienung! Immer schneller! Vorsicht, Fritti! Dort hinter dir, da kommt Essen auf Rädern! Hey, komm zurück! Kuschel! Oh nein! Das kleine grüne Männchen versucht, mit dem Raumschiff wegzufliegen. Vielleicht will es wieder nach Hause. Oh nein! Hilfe! Bob, tu doch was! Schnell! Ich hab es. Komm, Kuschel. Willst du ein leckeres Thunfischbrot à la Bob zum Mittagessen? Wenigstens einer mag meine Kochkünste. Leo? Fritti? Ist alles in Ordnung? Ach, herrje. Wir haben nur noch eine Stunde, bis die Gäste eintreffen und wir sind mit der Küche noch nicht fertig. Und das Festessen ist auch noch nicht fertig. Bürgermeisterin Baugroß ist der Ehrengast und sie ist immer pünktlich. Wir machen besser weiter. Und ich muss weiter kochen. Und fertig. Das kleine grüne Männchen ist doch nicht nach Hause geflogen. Es will wohl hier bleiben. Da ist es. Ich versuch mal mit ihm zu sprechen. Willkommen, Weltraumbesucher von einem weit entfernten Planeten. Ich bin dein Freund, Buddel. Hallo, Buddel. Es kann sprechen. Leo und Kuschel. Sie hat grüne Farbe an ihren Pfoten, seht nur. Also war es kein kleines grünes Männchen, aber eine kleine blaue Katze. Oh. Ich komme mir etwas blöd vor. Du siehst auf jeden Fall auch sehr freundlich aus. Wow! Sieht dieser Alien-Eingang nicht fabelhaft aus, Herr Brauer? Sehen Sie, Frau Bürgermeisterin, hier ist sogar eine Spur mit Fußabdrücken der Aliens. Eine tolle Idee. Hm, nicht wahr? Voilà! Sehr lecker.
Vielen Dank, Fritti. Und ich danke dir, Bob. Du bist wirklich ein Küchenbaumeister. Aber mach bloß einen großen Bogen um Pfannkuchen und Thunfischbrote. Ich glaube nicht, dass Roland es mag, wenn man mit den Spielsachen spielt, Leo. Willkommen in meinem neuen Warenlager, Bob. Gefällt es dir? Wow! Es ist riesig, Roland. Schaffst du alles in dieser großen Halle allein? Nein, deswegen brauche ich eure Hilfe, um die neue Roboteranlage einzurichten. Genauer gesagt, die Robotergreifarme. Wow! Robotergreifarme, wozu sind die gut? Die können einfach alles. Die schnappen sich zum Beispiel ein Geschenk von hier und bringen es dann den ganzen Weg nach da. Das Geschenk bewegt sich dann hierher, wird gut eingepackt und durch diesen Schacht kommt es dann direkt in den Lieferwagen nach draußen. Und du willst, dass die Greifanlage bis morgen Abend fertig ist? Ja, und zwar bis 8 Uhr. Sonst bekommen meine Kunden ihre Weihnachtsgeschenke nicht mehr pünktlich. Kein Problem, Roland. Dann fangen wir an. Das mache ich jetzt auch. Ich muss noch eine lange Liste Bestellungen abarbeiten. Seht mal, ich bin ein Robotergreifarm. Naja, eigentlich braucht man dazu ein bisschen mehr als ruckartige Bewegungen. Ich weiß das, ich habe so einen in der Schule gebaut. War das ein Roboterarm aus alten Klorollen mit ganz viel Glitter, Leo? Nein, Buggy, das war ein richtiger Roboter. Wendy ist schon in die Weihnachtsferien gefahren, daher brauche ich unbedingt deine fachkundige Hilfe. Sieh doch nur, wie dick die Bedienungsanleitung ist. Da muss ich gar nicht reingucken, Bob. Ich weiß alles über Roboter. Klasse! Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Kommt und lernt uns alle kennen. Als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun. Doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlagt ein. Jeder klatscht im Takt. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlagt ein. Das Greifsystem ist fast fertig, Roland. Wir müssen nur noch ein paar Greifarme anbringen. Gute Arbeit. Dann testen wir das mal. Aha, da kommt gerade ein Auftrag aus Raventhal rein für einen Fußball. Also, der Ball liegt in Bereich 5, Regal 3, Fach K. Er kommt jetzt auf das Förderband. So, zum Einpacken. Und fährt direkt zum Lieferwagen. Fantastisch! Also, das ist ja echt beeindruckend. Erstaunlich! Ich kontrolliere alles mit diesem Tablet. Vorausgesetzt, das Spielzeug befindet sich an seinem richtigen Platz in den Regalen, läuft alles wie von selbst. Ich muss zum Mittagessen. Entschuldigt mich, Freunde, ich habe eine Verabredung mit einem leckeren Käsebrot. Also, Buggy, Buddel, euch brauche ich, um die ganzen Verpackungen wegzuräumen. Alles klar, Bob. Heppo, sobald Leo und ich oben sind, reichst du uns dann den nächsten Greifarm rauf? Ja, natürlich, Bob. Guck mal her, Buggy. Ich bin ein Robotergreifarm. Naja, gar nicht so schlecht, Buddel. Aber schau mal, das kann ich viel besser. Kannst du nicht. Guck, guck. Jetzt hält es. Noch ein Greifarm, dann sind wir durch. Ich gehe runter und belade eine neue Palette für Heppo. Danke, Leo. Okay, Heppo, entscheide jetzt ein für alle Mal. Wer von uns beiden ist der bessere Robotergreifer? Schwer zu sagen. Was ist denn hier los? Wir wollen die Robotergreifarme sein. Kannst du sie einschalten, damit wir sie noch mal sehen können? Nein, vergiss es. Ich muss Heppo beladen. Leo, kennst du dich echt mit Robotern aus? Na klar tue ich das. Mit den Dingern kann ich locker umgehen. Ha, das will ich sehen. Na gut, ich zeig's euch. Eins, zwei, drei. Seht ihr? Babyleicht. Ich greife mir diese Puppe und setze sie dahin, wo ich will. Wow, Leo, du hast es echt drauf. Ich brauche wohl einen größeren Schraubenschlüssel. Hallo, Roland? Hallo, Bob, ich habe schlechte Nachrichten.
Laut Wettervorhersage ist ein riesiger Schneesturm unterwegs. Oh je, das bedeutet viel Schnee auf den Straßen. Genau. Da brauchen meine Lieferwagen mit den Geschenken sehr viel länger bis zu meinen Kunden. Ihr müsst deshalb schon bis 7 Uhr heute Abend fertig sein. Keine Sorge, Roland. Wir haben alles im Griff und sind gut in der Zeit. Willst du nicht doch lieber mal in die Bedienungsanleitung schauen? Ist nicht nötig, Heppo. Ich weiß alles über Roboter. Sieh nur, ich lass ein Rentier fliegen. Leo, bitte kommen. Leo, bitte kommen. Oh, hallo, Bob. Hör zu, ein Sturm kommt auf. Die Greifanlage muss eine Stunde früher fertig sein und laufen. Echt? Na gut. Ich brauch dich hier, und zwar schnell. Oh, und bring mir meinen 34er Schraubenschlüssel. Na klar doch. Gut, danke, Leo. Sieh mal, ich bin ein Robotergreifarm. Nein, das bist du nicht, das bin okay, ich. Okay, jetzt ist der Spaß vorbei, ihr zwei. Wir müssen wieder an die Arbeit. Ich schalte das jetzt aus. Aber die ganzen Spielsachen sind jetzt durcheinander, Leo. Die sind nicht mehr da, wo sie hingehören. Das ist schon okay. Ich bring sie zurück. Dieser Teddy hier kommt ins Teddy-Regal zurück. Oh nein, da liegt ein Skateboard und ein Puzzle im Teddy-Regal. Wo ist das Skateboard-Regal? Keine Ahnung. Und wo ist das Puzzle-Regal? Was ist los? Nichts, ich bin nur ein kleines bisschen durcheinander. Oh nein! Warum drückst du nicht ein paar Mal auf rückgängig? Das ist eine gute Idee, Buggy. Oh, das war wohl falsch. Ah! Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Heißt, dass es ihm Spaß macht? Ich habe noch nie gesehen, dass Leo sich so schnell bewegt. Leo, wo steckst du? Ich brauche den Schraubenschlüssel. Ah, hey, Bob! Ah, da bist du ja. Hast du meinen... Schraubenschlüssel? Nein, weil dieser Roboterarm mich geirrt. Oh nein! Oh nein! Oh, Bob, ich bin verpackt. Schon gut, ich hol dich raus. Ach, herrje. Meine neue Roboteranlage, sie reagiert nicht mehr. Oh nein, ich hätte die Finger davon lassen sollen. Es tut mir so leid. Kann man sie neu programmieren, Roland? Ja, aber das dauert ewig. Oh nein, wir schaffen es niemals, die Lieferwagen bis zum Ende des Tages zu beladen. Oh, ich hab das ganze Weihnachtsfest verdorben. Wir müssen uns etwas überlegen. Na los, Robotergreifarm, an die Arbeit! Hey, wie wär's, wenn wir uns alle vorstellen, dass wir Robotergreifarme sind? Vielleicht kriegen wir dann noch alle Geschenke verladen. Das ist eine ganz tolle Idee, Leo. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Jetzt werden alle Spielzeuge noch rechtzeitig ausgeliefert. Wir haben es geschafft. Ja! Und die Greifanlage funktioniert auch wieder. Wie schön. Ich danke dir vielmals, Bob. Aber sieh mal, Roland. Wir haben eines der Geschenke vergessen. Ach, jetzt bekommt irgendjemand kein Weihnachtsgeschenk. Das ist halb so wild. Denn dies ist ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk von mir für Leo. Oh, wow! Danke!
Du darfst es jetzt schon aufmachen. Oh, haha. Oh, die Bedienungsanleitung für Roboter. Ja, ich habe sie gelesen. Und ich dachte, das solltest du vielleicht auch tun. Na, was sagst du, Leo? Kann ich die tauschen gegen das Rentier? Also gut, Leute. Heute bauen wir für Charlie die neue Autowaschanlage. Entschuldigung, hier kommt die Walze. Entschuldige, Rollo. Ich wollte sagen, die Autos fahren hier rein, das Waschportal bewegt sich über das Fahrzeug, die Bürsten drehen sich und putzen es und dann... Tüt, tüt! Entschuldigung, ich hab was vergessen. Dann kommt das saubere Fahrzeug hier raus und fährt weg. Oh, das klingt nach einem Riesenspaß. Darf ich da auch mal rein? Das glaub ich nicht, Buddel. Dafür bist du viel zu groß. Das stimmt, Teppo. Die Waschanlage wäscht nur Autos und Transporter. Entschuldigung, ich muss hier noch mal durchrollen. Brauchst du mehr Asphalt, Rollo? Ja, bitte sehr, Buddel. Los geht's. Und fertig! Hurra! Nein, nein, ich hab noch was vergessen. Rollo macht seine Arbeit echt perfekt, nicht wahr? Manchmal macht er sie allerdings ein bisschen zu perfekt. Bob, ich hab gedacht, ich kann meine Waschanlage jetzt laufen lassen. Tut mir leid, Charlie. Rollo muss noch walzen. Hier läuft nichts. Das Wasser und der Strom sind immer noch abgeschaltet. Die Leute können noch nicht mal tanken. Okay, Leute. Erledigt. Der Asphalt ist platt. Ja! Ein Glück. Also, wenn wir den Zeitplan einhalten wollen, müssen wir uns beeilen. Wendy, Leo und Teppo, ihr baut das Waschportal zusammen und setzt es dann in diese Schienen ein. Okay. Leo, du sorgst dann dafür, dass das Wasser angeschlossen wird. Hab verstanden, Bob. Wendy, die Kontrollsäule kommt genau hierhin. Kapiert. Bob, soll ich noch mal über den Asphalt rollen? Nicht nötig, Rollo. Das reicht. Also, gut, Team. Auf geht's. Können wir... Oh, was ist jetzt wieder? Hallo, Philipp. Guten Morgen, Charlie. Charlie, ist die Anlage geöffnet? Es hat sich etwas verzögert, Frau Bürgermeisterin. Aber es ist doch geplant, dass Philipp als erster Wagen durch die Waschanlage fahren soll. Ist es nicht so, Philipp? Soweit ich mich erinnere, habe ich die Ehre. So steht es im Terminkalender. Es dauert nicht mehr sehr lange. Können Sie später noch mal wiederkommen? Später noch mal wiederkommen? Dann schaffen wir es nicht rechtzeitig zur Gärtnerversammlung. Und wenn wir zu spät zur Gärtnerversammlung kommen, verspäten wir uns beim LKW-Fahrertreffen. Und wenn wir zu spät zum LKW-Fahrertreffen kommen... Wir kommen gleich wieder. Fahr los, Philipp. Ja, gern. Und jetzt bauen wir endlich eine automatische Autowaschanlage. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Kommt und lernt uns alle kennen, als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, Team. Also das nenne ich eine ordentliche Waschanlage. Kann ich jetzt meine Werkstatt öffnen? Wir machen nur noch einen Test, Charlie. Das grüne Dreieck heißt Start, das rote Quadrat heißt Stopp und der blaue Kreis heißt Bereit. Aha, so kann man das Waschprogramm wieder auf Anfang setzen. Stimmt's, Wendy? Ja, Heppo, du hast völlig recht. Außerdem kann man damit auch einen Testlauf machen. Den starten wir jetzt. Charlie, machst du das für uns? Es ist mir eine Ehre, Bob. Wie aufregend. Das ist die Vorwäsche. Oh, fantastisch. Alles läuft gut. Die Bürsten drehen sich exakt über ihre Achsen. Das Waschportal gleitet über die Schienen. Was ist das? Der Reinigungsschaum. Der ist wie Shampoo für die Autos.
Und jetzt wird noch mal gespült. Wow! Fantastisch. Ich danke euch allen. Jetzt muss ich aber schnell meine Benzinpumpen anstellen, dann können die Kunden wiederkommen. Halt, wartet bitte mal. Ich muss noch mal über den Asphalt rollen. Wieso denn, Rollo? Ich habe etwas vergessen und ich befürchte, es könnten kleine Asphaltteilchen in die neue Waschanlage geraten. Oh je, das hört sich nicht gut an. Die könnten im Waschportal landen und dann geht es vielleicht kaputt. Die ganze Waschanlage? Schon gut, schon gut. Jetzt pass mal auf, Rollo. Leo macht noch einen Testlauf, nur für dich. Dann kannst du von hier aus alles prüfen und wenn sich ein Stückchen Asphalt löst, kannst du noch mal drüber rollen. Danke, Bob. Leo? Alles klar, Bob. Nicht zu dicht ranfahren, Buddel. Okay, grün ist zum Starten. Ich sehe da hinten losen Asphalt. Wo? Dort. Kleines Stückchen Asphalt. Neben dem Rohr. Die rolle ich sofort platt. Nein, Rollo. Nicht während die Anlage läuft. Dauert nur einen Moment. Rollo, komm zurück. Oh, oh je. Ich setz lieber zurück. Rollo, pass auf. Halt. Oh nein. Fahr vorwärts, Rollo. Vorwärts. Zurück, Rollo, zurück! Oh, nein! Oh, oh! Oh! Hilfe! Hilft mir doch niemand! Oh, je! Ganz ruhig, Rollo. Wir holen dich da schnell wieder raus. Oh nein, wie konnte das passieren? Das war meine Schuld. Ich hab nicht auf Leo gehört und bin reingefahren, als die Anlage noch lief. Ich wollte schnell walzen und hab nicht nachgedacht. Jetzt hab ich alles kaputt gemacht. Das tut mir alles so schrecklich leid. Kann man das wieder hinbekommen, Bob? Aber natürlich, Charlie. Zuerst holen wir Rollo aus dem Waschportal raus. Ich komm allein raus, Bob. Langsam, Rollo, langsam. Jetzt sehen wir mal nach. Die Bürsten sind rausgesprungen, die bekommen wir wieder rein. Das Portal scheint in Ordnung zu sein. Aber wir brauchen eine neue Kontrollsäule. Ich glaube, Schleppo hat Ersatzteile hier gelassen. Ich sehe mal nach. Gut, jetzt müssen wir noch das mit dem Wasser in Ordnung bringen. Das übernehme ich. Das ist auch eine Möglichkeit, es zu stoppen. Danke, Rollo. Okay, also Team, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Das sieht ja schon viel besser aus. Funktioniert es auch? Wenn sich das Portal jetzt wieder zurückfährt, sind wir auf der sicheren Seite. Ja! So gut wie neu. So, Charlie, jetzt werfen wir deine Benzinpumpen wieder an. Wir sind sehr in Eile, Charlie. Wir fahren nur schnell durch, wenn das in Ordnung ist. Wie aufregend! Wir sind Ihre allerersten Kunden. Aber Sie haben Ihre Fenster nicht geschlossen. Frau Bürgermeisterin, Ihre Fenster! Ja, die sind elektrisch. Oh! Herr Brauer, schließen Sie die Fenster! Beeilen Sie sich! Das war nicht vorgesehen. Oh, du musst den blauen Knopf drücken, wenn die Anlage zurückfahren soll. Oh,
Naja, es hat ja auch was Gutes. Philipp ist jetzt sauber. Ich schäume vor Glück, Bob. Nun tun Sie doch endlich etwas, Herr Brauer. Oh je. Bob, soll ich den Asphalt noch einmal walzen? Nein!